Ja, also das Thema heute für die, die jetzt auch gekommen sind, ist europäische langfristige Fonds. Und bevor ich näher darauf eingehe, was diese Fonds genau sind, wollte ich eingangs kurz auf die Frage eingehen, was überhaupt langfristige Investitionen sind und wie diese Idee sich international auch in den letzten Jahren ganz stark etabliert hat. Zum einen kann man feststellen, dass auf der Ebene der Weltbank in den letzten Jahren nochmal verstärkt versucht wird, langfristige Investitionen zu pushen. Es gibt da mehrere Pläne für gewisse Fonds, die sich dann mit Infrastruktur beschäftigen sollen, also ein Global Infrastructure Fund, der investieren soll in Infrastrukturen, wo dann natürlich auch sowas wie Wasser, Energienetze dabei sind und wo die Weltbank also aktiv fördern will, oft auch in Verbindung mit Privatinvestoren, also mit Eigenkapital und dann auch privates Kapital zusammen irgendwie zu schleusen in private Investments. Auch angetrieben durchaus von Entwicklungsländern wie Indien, und aber auch unterstützt natürlich von den ganzen anderen Weltbankstaaten. Daneben gibt es einen Prozess auf der Ebene der G20-Staaten, und zwar in mehreren Arbeitsprozessen auf der Ebene der G20. Zum einen war zum Beispiel letzte Woche Finanzministertreffen, und dort war eines der Top-Themen private Infrastrukturen und wie man da mehr Kapital reinschleusen kann, eben auch, dass das Kapital langfristig dort wirksam wird. Da vor allem natürlich auch vor dem Hintergrund der Finanzkrise, dass man sagt, wir wollen weniger spekulative Investitionen, sondern wollen lieber, dass das Kapital langfristig wirkt, was ja nicht an sich so falsch ist, die Idee, auch mit der Finanzkrise. Aber die Folge ist eben, dass man jetzt darüber nachdenkt, auch da stärker Kapital in private Infrastruktur zu bringen, also in öffentliche Infrastruktur, die ja doch privatisiert wird. Das machen eben einmal die Finanzminister, es gibt auch weitere Prozesse, zum Beispiel gibt es auch die G20-Gruppe zur Entwicklung, die Development Working Group, und da ist auch ein Top-Thema, auch aus Interesse der Entwicklungsländer heraus, die Investitionen in Infrastruktur. Und da wird dann auch in der Regel immer Bezug genommen auf private Investoren, PPP und ähnliche Modelle, wie man da mehr Kapital von privaten Investoren in Infrastruktur leiten kann. Das heißt, bei G20 ist es auch schon länger ein großes Thema, und in jedem Kommuniqué in den letzten Jahren jetzt war das immer eines der großen Unterkapitel Long-Term Investments. Und diese Idee ist jetzt auch in der Europäischen Union, könnte man sagen, angekommen. Und es gibt mehrere Prozesse, die sich auch mit diesem Stichwort langfristige Investitionen beschäftigen und die zusätzlich zu dem, was ohnehin schon läuft in der Europäischen Union, an Privatisierungstendenzen nochmal so eine neue Stoßrichtung reinbringen, eben vor dem Hintergrund, wie können wir als Lehre aus der Finanzkrise wegkommen von diesen kurzfristigen spekulativen Investments. Und da gibt es also mehrere Prozesse. Einen will ich jetzt nur kurz am Rande erwähnen. Der ist nämlich relativ vage und allgemein gehalten und hat nur ein paar allgemeine Ideen. Und zwar heißt dieser Prozess Long-Term Financing of the European Economy. Da gibt es also einen Bericht des Europäischen Parlaments, wo sie versuchen, diese Idee aufzugreifen, wie kann man die Finanzierung, die langfristige der Wirtschaft stärken. Und da ist natürlich auch ein wichtiges Unterthema die Privatisierung von Infrastruktur und wie man Privatinvestoren besser gewinnen kann. Und was dort auch unterstützt wird in diesem Entwurfsbericht, der jetzt gerade noch diskutiert wird, ist eben der Europäische Langfristige Investmentfonds als eine gute Idee, um unter anderem diese langfristige Finanzierung der europäischen Wirtschaft sicherzustellen. Was ist jetzt also dieser Europäische Langfristige Investmentfonds? Dazu möchte ich kurz erstmal eingehen darauf, was überhaupt an Fondsregulierung in Europa besteht, weil dann kann man auch halbwegs einordnen, was dieser Fonds überhaupt soll und warum sie den jetzt so vorschlagen, über diese allgemeine Idee hinaus mit langfristigen Investitionen. Es gibt in Europa momentan eigentlich zwei wichtige Gesetze, die Fonds regulieren. Das eine ist schon ziemlich alt, aus den 90er Jahren. Es ist die sogenannte OGAW, also ich habe jetzt mal diese schönen europäischen Kürzel, die sind zwar etwas abschreckend erst, aber das ist einfach der übliche Jargon, mit dem man es bezeichnet. Und das hier steht, ausgeschrieben für Organismen, für gemeinsame Anlage in übertragbare Wertpapiere. Das ist ein sehr abstrakter Titel, aber dahinter steht die Richtlinie der EU, mit der sie die ganzen Fonds reguliert, die eigentlich an Endkunden verkauft werden, also sogenannte Publikumsfonds, wo ich also, wenn ich zum Beispiel zur Bank gehe und die bieten mir irgendeinen Fonds an, wo ich mein Geld anlegen kann, sind es in der Regel Fonds, die nach dieser Richtlinie quasi reguliert sind und die diese Gesetze einhalten müssen, die Regeln hier in der OGAW. Die gibt es seit den 90er Jahren und die soll sicherstellen, dass man Fonds hat, die man Endkunden verkaufen kann, die aber dafür auch viele Auflagen haben, wie sie investieren dürfen, damit der Investorenschutz einfach gewährleistet ist.
Und die OGAW-Fonds dürfen eigentlich hauptsächlich nur investieren, zum Beispiel in Wertpapiere, die auch schnell zu verkaufen sind, die nicht so riskant sind, wo das Kapital nicht so, sag mal, eingeschlossen ist in irgendein Projekt und dann kriegt man es nicht mehr raus, sondern man muss es recht schnell verkaufen können. Also klassischerweise Aktien zum Beispiel von großen Unternehmen. Die werden vor allem von diesen OGAW-Fonds gekauft. Die sind also immer verkäuflich an der Börse, da ist kaum Risiko für die Anlage. Also natürlich kann die Aktie schwanken, aber es ist kein Totalverlust. Und für diese OGAW-Fonds gibt es dann auch einen sogenannten europäischen Pass. Das heißt, wenn ich den einmal in Deutschland registriert habe, kann ich den ganzen EU verkaufen als Publikumsfonds. Und das meiste Geld, also ungefähr nach Schätzungen des Branchenverbands der Investmentfonds in Europa, ungefähr so 73% im letzten Jahr, sind in diesen OGAW-Fonds, vom europäischen Fondsgeld. Dazu kam nach der Finanzkrise eine zweite ganz wichtige Regulierung oder ein Gesetz, nämlich die sogenannte Richtlinie zu alternativen Investmentfondsmanagern, die eigentlich sich aber beschäftigt nicht nur mit den Managern, sondern mit den Fonds, die man als alternative Investmentfonds bezeichnet. Dahinter stecken alle Fonds, die man eben nicht so als publikumstauglich ansieht, weil sie zu riskant sind und weil sie eher gedacht sind für Leute, die sich besser auskennen, also vor allem eigentlich für professionelle Anleger, also zum Beispiel Fondsverwalter, die dann sagen, okay, ich kenne mich aus, ich kenne die Risiken und kann dann reinvestieren. Das heißt, hier ist der Investorenschutz geringer und dafür kann man auch in alles mögliche investieren, was riskanter ist in der Anlage. Die typischen Beispiele für diese alternativen Investmentfonds sind zum Beispiel Hedgefonds, also Fonds, die eigentlich praktisch alles investieren dürfen, dann Private Equity Fonds, die also eigentlich vor allem in Firmen investieren, oder auch in den letzten Jahren die Immobilienfonds, also Real Estate Investment Trust zum Beispiel, REITs in Deutschland. Das sind alles Beispiele für diese alternativen Investmentfonds. Und die zum Beispiel, die können auch heute schon natürlich in zum Beispiel eben Wohnungen investieren. Also das ist eher so ein typischer Privatisierungsfonds, der in konkrete Privatisierungsprojekte auch investieren kann und der das auch regulatorisch darf. So, diese beiden Richtlinien bestehen als wesentlicher Rahmen so in den letzten 3 Jahren. Und was er jetzt eben gesagt hat von Seiten der Kommission ist, wir wollen mehr langfristige Investitionen fördern. Und das sind eigentlich dann eher die eben zum Beispiel aus Sicht der Kommission nicht einfach nur die Unternehmen sind, die so groß an der Aktie gehandelt, an der Börse gehandelt sind mit Aktien, sondern sind eher konkrete Projekte, wo das Kapital recht lang gebunden ist, eben zum Beispiel, sage ich mal, ein Wasserwerk oder eine Energieinfrastruktur oder ein Kraftwerk, was auch immer. Das ist also eben, das kann man nicht einfach an der Börse verkaufen, aber das ist ein langfristiges Investment, grob gesagt. Oder eben auch Unternehmen, die nicht in der Börse gehandelt sind. Und deswegen hat man jetzt von Seiten der Kommission gesagt, wir brauchen einen neuen Fondstyp. Weil nämlich die OGAW-Richtlinie, die hat zwar das große Geld hinter sich, die Leute, die da investieren, aber die sind eben relativ stark reguliert. Da darf man eigentlich nur in diese gut gehandelten Unternehmen investieren, also da kommt kein Kapital. Und die AIFM-Richtlinie, da könnte man zwar theoretisch da rein investieren, in auch alle möglichen Infrastrukturen und so, aber die ist wieder so schlecht reguliert, dass man da das Risiko hat, dass vielleicht zu viel Kapital verloren geht für irgendwelche Anleger. Und deswegen hat man jetzt quasi vorgeschlagen, man könnte sagen, eine Art Zwitter zu schaffen aus diesen beiden Fondstypen, der einerseits viel Kapital in Infrastruktur lenken soll, in langfristige Investitionen, aber zugleich so viel Investorenschutz bietet, dass es auch nicht jetzt ständig Totalausfälle gibt für die Anleger. Und dieses Ding hat man eben genannt, Europäischer Langfristiger Investmentfonds oder auf Englisch European Long Term Investment Fund. Die Besonderheit hier ist eben, dass man sagt, das Hauptziel und in dem Fall ganz konkret soll es sein, eigentlich also Minimum 70% der Anlagegelder, die hier in diesem Fonds drinstecken, sollen eben investiert werden in Projekte und Unternehmen, die nicht an der Börse gehandelt sind. Das können also auch wirklich kleine Unternehmen sein, theoretisch, die nicht an der Börse sind. Aber es sollen eben auch vor allem Projekte sein, die besonders langfristig Kapital brauchen, wie eben Infrastruktur. Und die Kommission hat in ihrem Vorschlag ganz explizit eine lange Liste mit verschiedenen Typen von Fonds, von Projekten, in die rein investiert werden soll. Und dazu zählt dann unter anderem, wenn ich das jetzt mal vielleicht ausführlich genau hier komplett auflisten darf, ist also jetzt ein wörtliches Zitat, wie das praktisch wörtlich in diesem Gesetz drinsteht, als Teil der Erwägungsgründe. Also das ist quasi nicht im Gesetzestext direkt, sondern so in diesem Vortext, den Sie immer haben, der aber auch Teil des offiziellen Gesetzes ist. Und da steht dann ganz konkret, man möchte investieren unter anderem in Schulen, Krankenhäuser und Gefängnisse, in soziale Infrastruktur wie Sozialwohnungen,
in Straßen, Personenverkehrssysteme und Flughäfen, in Energieinfrastruktur wie Energienetze, in Projekte mit Bezug zum Klimawandel, also zum Beispiel so Offsetting-Projekte und alles Mögliche, dann in Kraftwerke und Pipelines, wobei kurioserweise im deutschen Text steht Kernkraftwerke, am Englischen steht Power Plants, also ich vermute, das ist ein Übersetzungsfehler. Dann steht da in Wasserwerke, Abwasser- und Bewässerungssysteme, in Kommunikationsinfrastruktur wie Netzwerke, also in Leitungen, Telekommunikationsleitungen und als letztes auch noch in Recycling- oder Abfallsammelsysteme, also Abfallinfrastruktur. Und diese Beispiele sind also explizit genannt, wohin das Geld fließen soll. Die weiteren Vorgaben, die es da gibt, sind, dass man also in der Regel über 10 Millionen Euro haben soll. Es sind also eher so größere Projekte gedacht, nicht irgendwie kleine Dinge, sondern wirklich, es geht um das große Geld, um die großen Projekte, wo man auch den größten Finanzierungsbedarf sieht. Also eigentlich das ganz große Geschäft. Es ist da anvisiert, dass hier wirklich Kapital reinfließen soll. Um diese Anleger hier reinzubringen, ist die Vorgabe bei diesem LTIF, dass das Geld, wenn es einmal dem Fonds gegeben ist, vom Fonds aus nicht zurückgegeben werden muss bis zu Ende der Laufzeit dieser Projekte. Also das ist quasi der also Trick, wie man es schaffen will, dass mehr Geld auch in solche Dinge überfließen kann, damit Anleger überhaupt zur Verfügung stellen, dass man sagt, der LTIF muss das Geld nicht früher zurückgeben. Das heißt, er hat Sicherheit, er kann das Kapital einsammeln und hat keine Gefahr, dass die Anleger dann kommen und dann irgendwie das Geld abziehen wollen. Das heißt, es soll so begünstigt werden, dass irgendwelche Fondsmanager auch sagen, okay, ich setze so einen Fonds auf, ich nehme das Geld in die Hand und stecke das da rein, weil ich kann ja sicher sein, dass kein Anleger kommen kann und das zurückverlangen. Das ist also quasi der Anreiz, den man bieten will für Fondsmanager, so ein Ding überhaupt auf den Markt anzubieten. Das Einzige, was man dann als sag mal, Schutz der Anleger vorsieht, ist, dass man sagt, man kann diese Anteile, die da auch rauskommen, zumindest an der Börse handeln. Das heißt, also wenn ich einen Anteil gekauft habe, darf ich ihn zwar nicht einfach zurückfordern von dem Fonds, aber ich kann zu einer Börse gehen und sagen, finde ich irgendjemand anderen, der das Ding kaufen will. Also eben wie eine Aktie zum Beispiel, die man einfach danach handelt. Das soll man auch machen können. Aber der Fonds selber ist quasi geschützt vor diesen Anlegeransprüchen, solange wie die Laufzeit einfach gedacht ist. Da ist jetzt keine konkrete Maximallaufzeit genannt oder Minimallaufzeit, sondern der Fonds selber soll sagen, ich habe jetzt ein Abwasserwerk, das hat 20 Jahre vielleicht Investitionszeitraum, solange ist ihr Kapital gebunden. Oder eine Energieinfrastruktur. Dann gibt es weitere Vorgaben, die auch dem Anlegerschutz dienen sollen. Also der Fonds soll nicht zu viel Kredite aufnehmen können. Der Fonds soll auch ergänzend zu diesen eigentlichen Kernprojekten, Infrastruktur, auch noch ein bisschen was zum Beispiel in Aktien investieren dürfen, bis zu 30% oder auch in andere Anlagen. Er soll auch ein bisschen Derivat handeln können, also Finanzpapiere, mit denen es ihn absichern kann für konkrete Risiken, die mit dem Projekt zu tun haben. Und damit soll dann nochmal der Fonds ein bisschen besser, ich sag mal, aufgestellt sein und auch ein bisschen weniger riskant sein. Und es gibt auch Vorgaben, dass der Fonds jetzt nicht alles Geld nur in ein Projekt stecken darf, sondern darf dann zum Beispiel nur maximal 10% in ein einziges Projekt stecken und er darf jetzt nicht nur ein Wasserwerk zum Beispiel kaufen, sondern muss dann irgendwie das streuen, damit die Anleger geschützt sind. Und mit diesen Vorgaben, sagt dann die Kommission, aber ist der Fonds so sicher, dass man ihn so ähnlich wie diesen UGAW-Fonds auch einen Pass geben kann, dass er für Endkunden in ganz Europa tauglich ist und dann auch vertrieben werden kann mit irgendwie schönen Prospekten von Banken und dann auch vertrieben werden darf. Ohne dass die besondere Kenntnisse haben müssten, einfach so wirklich ganz massiv darf er dann in den Vertrieb der Banken einfließen. Das heißt, so will man einmal diese eher riskanten Investments mit diesem Anlegerschutz verknüpfen, um dann möglichst viel Geld in Projekte reinzubringen. Und zugleich auch will man damit das Problem überwinden, dass in Europa verschiedene Gesetzeslagen sind, die es dann auch schwerer machen, für so einen Fondsmanager vielleicht Kapital zu sammeln. Und man sagt, wenn man jetzt ein europäisches Gesetz hat, dann kann der Fondsmanager in ganz Europa einsammeln an Geld und kann dann vielleicht irgendwo in einzelnen Staaten investieren. Das heißt, man will möglichst viele Anreize setzen, damit der Fonds wirklich diese Projekte auch angeht. Jetzt ist die Grundabsicht, die hinter dem LTIF steckt, nicht völlig verkehrt, die Kommission da hat. Also man kann sagen, es ist nicht ganz schlecht, dass die darüber nachdenken, wie kann man Kapital auch längerfristig binden und nicht immer nur in spekulative Geschäfte. Aber die erklärte Absicht eben wirklich, die da drin steht, ist wirklich zu privatisieren. Man muss es jetzt nicht so lesen, dass der Fonds die ganze, ich sag mal, Privatisierung völlig auf den Kopf stellt oder so. Natürlich ist er nur ein kleiner Baustein von den ganz vielen, die Privatisierung begünstigen. Aber er ist doch nochmal ein neuer Schritt im Hinblick darauf, wie man die Anreize im Finanzmarkt setzt, dass noch mehr Kapital da reinfließt. Also man schafft quasi günstige Bedingungen, dann fließt es rein. Ob das jetzt hier genau ausreicht und ob der LTIF, wenn er jetzt denn kommen sollte, also ich komme gleich nochmal auf den Gesetzgebungsprozess, ob es dann wirklich ganz viele Projekte geben wird, das weiß jetzt erstmal kein Mensch. Das kann sein, dass das Ding kommt und dann gibt es kaum Fonds, das wissen wir einfach nicht. Aber die Absicht ist wirklich, dass möglichst viel natürlich daraus kommt.
Es ist also so, dass dieser Vorschlag hier unter auf dem Tisch liegt. Der kam im Juni 2013 von der Kommission und ist jetzt momentan im Prozess, vor allem im Parlament, die sich da darüber unterhalten und dann auch im Rat, also bei den Ministern. Und die müssen erstmal beide Positionen finden und dann wird es irgendwann verabschiedet werden. Ich denke, es ist wahrscheinlich nicht mehr vor der Europawahl, sondern eher danach. Aber das Europäische Parlament hat zumindest eine Abstimmung angesetzt im April. Das heißt, rein theoretisch könnte der Fonds auch bis April noch verabschiedet werden, also noch vor der Europawahl. Ob das wirklich so ist, kann man aber bezweifeln, weil die Sachen oft sich nach hinten verschieben. Und es gibt viele Projekte im Finanzbereich, die dringender sind, Bankenunion und alles Mögliche. Aber rein theoretisch könnte der Fonds noch vor der Europawahl beschlossen werden. Im Parlament ist es so, dass die Berichterstatterin eine Konservative ist, eine Frau Kekus. Und die hat im Dezember einen Bericht abgeliefert, im November, wo sie Vorschläge gemacht hat, wie man den Fonds sozusagen ergänzend noch gestalten könnte. Die selber hat aber keinerlei Vorschläge gemacht, zum Beispiel, dass man die Privatisierung nicht vorantreiben soll oder dass man irgendwelche Bereiche ausnehmen sollte, sondern die hat eigentlich nur vorgeschlagen, das Konzept noch zu stärken. Also unter anderem, indem man sagt, es soll sogar Steueranreize in den Staaten geben, damit das noch besser wird. Also, weil wenn der Fonds zum Beispiel keine besonderen Steueranreize bieten kann, wird es wahrscheinlich gar nicht so viel Wirkung haben. Aber wenn jetzt die Staaten noch extra Steueranreize bieten und sagen, der LTIF ist auch noch steuerbefreit, dann wird natürlich noch mehr Geld reinfließen. Und das heißt, die schlagen vor im Parlament, dass die Steuersysteme auch noch angeglichen werden können. Wobei das Parlament natürlich kaum Einfluss hat auf Steuersysteme, sondern es müssten wenn dann die Staaten selber wollen. Und die Minister sind gerade bei Steuerfragen in dem Fall oft eher zurückhaltend. Aber wenn das wirklich käme, was das Parlament da auch noch vorschlägt, also zumindest die Berichterstatterin, dann würde das noch stärker das Geld in diese Projekte reinschleusen. Danach kam im Dezember, das ist also der übliche Prozess im Europäischen Parlament, kamen die Änderungsvorschläge von anderen Abgeordneten, die auch in diesem Ausschuss sitzen, also in dem Wirtschaftsausschuss. Und da kam jetzt im Wesentlichen auch keine völlige Ablehnung der Idee. Das Einzige, was man halt positiv merken kann, ist, dass zumindest ein Abgeordneter, in dem Fall von der Linken, vorgeschlagen hat, dass diese Liste, die in diesen Erwägungsgründen drin ist, deutlich gekürzt wird. Also zum Beispiel hat er rausgekürzt die Schulen, die Krankenhäuser, die Gefängnisse, die Sozialwohnungen, die Transportsachen, die Kraftwerke, die Wasser, Abwasser und Bewässerungssysteme. Die hat er vorgeschlagen rauszunehmen, das heißt, es bleiben noch die anderen Projekte übrig, wie Klimawandel und Pipelines und ein paar andere Sachen. Und auch Water Management bleibt auch drin, sehe ich gerade. Also das ist quasi ein gewisser guter Vorschlag, ist natürlich aber von der Linken. Und wer das im Parlament kennt, weiß natürlich, dass diese Vorschläge jetzt nicht so häufig auf viel Gegenliebe stoßen bei den anderen Parteien. Und das ist schon bemerkenswert, weil eigentlich auch andere Parteien, wie ich sag mal, auch selbst die CSU, CDU oder auch die Grünen und die SPD da bei einigen Sachen, gerade Wasserprivatisierung, sonst durchaus kritisch sind. Also auch bei der Konsumrichtlinie haben wir erlebt, dass die ja ziemlich massiv auch mobilisiert haben. Und ich finde es insofern schon erstaunlich, dass bis auf die Linke keine einzige Partei da wirklich sagt, das geht doch nicht und wir können es nicht fördern. Es mag zum Teil daran liegen, dass in Europa natürlich de facto viele von den Anlagen, die da drin stecken, auch schon in einzelnen Staaten privatisiert sind. Das muss man im Hintergrund wissen. Also wir haben in Frankreich immer Wasserprivatisierung, wir haben in anderen Staaten alle möglichen, in Deutschland haben wir auch alles privatisiert, schon beispielhaft. Das heißt, vielleicht liegt es auch daran, dass jeder sagt, es ist doch sowieso kein alter Hut und deswegen müssen wir auch nicht mehr was ändern. Aber es ist schon besorgniserregend, dass da so wenig Widerstand ist, so einen Privatisierungsfonds voranzutreiben. Es mag daran liegen, dass man diese Idee mit den langfristigen Investitionen ziemlich gut findet, aber es ist auf jeden Fall kein großer Widerstand im Parlament momentan. Was der Rat macht, also die Minister, kann ich nicht so genau sagen. Also da haben wir jetzt noch keinen direkten Kontakt gehabt, was die planen, ob die da vielleicht was ändern wollen. Das kann man schlecht sagen. Das heißt also, momentan läuft der Prozess und es ist auf jeden Fall ein Projekt, was Privatisierung vorantreibt in Europa und deswegen wäre die große Frage, ob man da noch stärker mobilisieren kann, sich damit beschäftigen kann. Ich hatte zum Beispiel auch mal konkret noch Parlamentsfraktionen angeschrieben, Parlament und dann auch die Grünen, die aber momentan eher etwas skeptisch wirken, ob das denn wirklich so schlimm ist, was da geplant ist und sogar ganz offen gefragt haben, was ist denn so schlimm an der Privatisierung. Also der eine Referent, den ich da angeschrieben habe, das heißt, da ist jetzt noch nicht so zu erkennen, dass die das ganz stark aufgreifen würden, die Privatisierungskritiker, da müsste man auch noch Arbeit reinstecken, um da vielleicht voranzukommen. Ja, jetzt würde ich sagen, ich mache hier erstmal einen Punkt. Und am besten würde ich einfach mal Nachfragen stellen und was ihr noch nicht verstanden habt oder noch genauer erklärt haben wollt. Und dann könnte man überlegen, ob man sonst noch etwas macht in die Richtung dieser Fonds
um dagegen zu mobilisieren. Erstmal danke. Danke. Ja, ich habe noch nicht ganz verstanden, wie da die Geldflüsse sind. Wer zahlt da ein und wer bekommt das Geld und wer wie ist das zu denken, dass die Förderung der Wirtschaft dadurch gemacht wird, dass man in Infrastrukturen, investiert? Also die Argumentation ist ja eher, dass sie sagen, es gibt quasi einen Bedarf bei der Infrastruktur und es gäbe auch theoretisch Kapital, das Interesse hätte, da rein zu investieren. Das ist so ein bisschen die Grundannahme der Kommission und sie sagt, es fehlt aber so der letzte Anreiz, um das auch machen zu können, eben wegen der Unterschiede zwischen den Gesetzen, wegen dieser Problematik, dass keine der bestehenden Fondstypen das so wirklich ermöglicht. Aber das Ziel ist einfach, dass man, ich sage jetzt mal hier, die Investorengelder hat oder in dem Fall eben sogar nicht nur Investoren, also jetzt nicht nur irgendwelche großen anderen Fonds zum Beispiel, sondern eben auch wirklich Sparer und Sparerinnen. Also wirkliche Endkunden, die zum Beispiel bei ihrer Bank beraten werden, die können sehr Geld anlegen und dann sagen die, oh, wir haben da einen ganz tollen Fonds, der investiert jetzt zum Beispiel in ein Gefängnis oder so, der Gefängnisfonds oder so. Und das Ziel wäre eben, dass die ihr Geld dann geben in den Fonds und der Fonds wiederum, der ist der eigentliche Investor natürlich. Also die Sparer kaufen nicht direkt das Gefängnis, sondern der Fonds ist eigentlich der, wenn man so erstmal der Investor. Und zum Beispiel hier jetzt, ich mache jetzt mal das Gefängnis dahin. Das heißt also, die würden das da anlegen, wobei natürlich ein Fonds auch immer heißt, dass die Anleger schon direkt Eigentümer dieses Gefängnisses sind. Also sie halten ja Anteile auch an dem Fonds. Und wenn man, also das ist ja nicht wie in einer Bank, wo ich zum Beispiel das Geld an die Bank gebe und die gibt einen Kredit, aber eigentlich, ich sag mal, der Eigentümer des Geldes ist, wenn man so will, der Kreditgeber ist wirklich die Bank. Bei Fonds ist es eigentlich immer so, dass ich letztlich keine Bank dazwischen habe, sondern ich investiere direkt in den zugrunde liegenden Wert. Auch wenn ich Aktien kaufe in einem Fonds, die gehören mir letztlich eigentlich auch die Aktien oder so. Aber es ist auf jeden Fall so, dass das Geld vermittelt über diesen Fonds einfach in die Projekte fließen soll, aber eben mit der Einschränkung, dass wenn ich einmal das Geld gegeben habe, dann hat der Fonds das Geld, investiert da rein und für zum Beispiel, ich sage jetzt mal 10 Jahre, kann der dann nicht von dem Fonds verlangen, es zurückzugeben. Also er kauft, sage ich mal, jetzt einen Anteil hier, oder so, aber können wir hier machen, er kauft, sage ich, einen Anteil in dem Fonds hier, 10 Jahre. Und diesen Anteil, den kann er jetzt quasi nicht direkt zurückbekommen, er kann aber diesen Anteil eben an einen anderen Investor weiterverkaufen. Also wenn hier ein anderer ist, dann kann er den weiterverkaufen untereinander. Das ist quasi der Handel an der Börse. Aber er kann nicht dem Fonds direkt sagen, gib mir mein Geld zurück. Er kann nur verkaufen und hier, das wäre eben an der Börse, da kann es dann wie bei jedem Papier sein, dass zum Beispiel dieser Anteil an dem Gefängnis würde dann halt gehandelt werden zu dem aktuellen Kurs. Und wenn zum Beispiel gerade die Anleger denken, das Gefängnis ist doch kein so tolles Projekt, dann wird halt der Kurs hier an der Börse schlecht sein, dann wird er halt wenig bekommen für seinen Anteil, er findet vielleicht Geld, aber er kann ihn halt hier verkaufen. Aber das Geld steckt erstmal in diesen Fonds, der es dann wiederum in das Gefängnis reingesteckt hat. Und nach 10 Jahren, wenn es zum Beispiel hier das in der Zeitraum ist in dem Gefängnis, in dem Vertrag, der läuft, dann würde halt hier das Geld zurückfließen. Also ist das ganz, habe ich richtig verstanden, ist ganz eindeutig eine Förderung von PPP. In meinen Augen eindeutig, weil es muss, ja, also es sind jetzt keine unbegrenzten Projekte. Es gibt eben schon Rückgabefristen und nachdem wir hier Anleger sind, die haben immer ein Interesse, irgendwann ihr Geld zurückzubekommen. Also die werden nie ihr Kapital ewig da liegen lassen wollen. Das heißt, es muss eigentlich irgendwas sein, wo zurückgezahlt werden kann, also in der Regel irgendwelche befristeten Verträge. Weil kein Anleger gibt sein Geld, ich sag mal, für unendlich. Das ist eigentlich undenkbar. Es geht immer um konkrete Fristen und das kann dann eben je nach Projekt auch unterschiedlich sein, was da ist. Aber es ist eindeutig eine Förderung von PPP-Projekten, indem man nochmal Kapitalanleger ja, dafür gewinnt, dass sie die PPP-Projekte mitfinanzieren. Ja, noch ein dazu. Der Verbot, die Unmöglichkeit, das Geld vorher zurückzuverlangen, entspricht dann dem der Forfettierung mit Einredeversicht. Ja, das könnte dann damit im Eingang sein. Es kann natürlich auch sein, der Fonds muss ja nicht unbedingt dieselbe Laufzeit machen. Also der Fonds könnte ja theoretisch entscheiden, das Gefängnis hat jetzt irgendwie 30 Jahre, aber er glaubt, er findet ja keine Anleger. Er könnte auch selber entscheiden, dass er nur 10 Jahre die Anteile macht. Also so wie das jetzt geschrieben ist, könnte der Fonds selber schon hier gewisse Laufzeiten auch bestimmen, wie er die Finanzierung will. Ich glaube, er muss jetzt nicht zwingend immer genau, wie, wenn das hier ist, der Vertrag, genau dasselbe machen. Aber das, glaube ich, sind so Details, das wäre dann vielleicht auch verschieden möglich. Aber es könnte dann eben auch zu tun haben mit solchen Zusatzbestimmungen. Die Struktur ist gleich. Du kriegst das Geld nicht zurück, genauso wenig wie du das Geld
dieses ablösen wird. Weil Forfaitierung das gleiche. Die Kommune ist verpflichtet, 25 Jahre an die Miete zu zahlen und sie kann da nichts dran ändern. Ja, genau, wobei hier geht es ja nur darum, eigentlich, dass der Erspar, also es ist, glaube ich, nicht deshalb die Forfaitierung, sondern es ist einfach nur, dass er sein Geld da einmal gegeben hat und dann das nur zurückbekommt nach dieser Laufzeit. Aber er hat jetzt auch, also er hat ja keine Einreden oder so geplant. Also er selber wird ja im Gefängnis nicht aussetzen, sondern, also wenn, dann wird hier eine Kommune, die ja unten ist, die kann ja also nur den Einredeverzicht direkt machen. Also die ist ja, also die ein, also ich glaube, es ist schon was anderes als die Forfaitierung so wirklich, könnte man sagen. Ja, das ist was anderes. Also letztlich tritt die Kommune indirekt da eher den Besitz indirekt an diese Investoren ab. Also die ist eher sozusagen die, hier die Forfaitierung vornimmt, indirekt an die Investoren, statt vielleicht an die Bank. Also es wäre sozusagen, das hier wäre in meinen Augen dann eher der Ersatz für die Bank, die bei einer Forfaitierung steht, dass hier dann der Investor an der Stelle steht. Das ist quasi ein Ersatz für die Bank als der Letztfinanzierer des PPP-Modells, würde ich mal einschätzen. Okay, wir haben jetzt eine ganze Frageliste, und ich würde das hier grün, Judith und ich sind. Also wenn das jetzt, wenn der Investor oder Sparer seinen Teil wieder zurückkriegt nach der verabredeten Zeit, dann ist es doch eigentlich nicht mehr sein Eigentum, also wem gehört es denn dann? Das kann ich jetzt auch nicht ganz sicher sagen. Also es kommt darauf an, wahrscheinlich, wie der Fonds genau aufgelegt ist. Dazu sind jetzt auch die Sachen nicht genau genug. Es könnte sein, dass zum Beispiel ja hier der Vertrag zwischen Elfen und Gefängnis auch nur für 30 Jahre gilt und dann kauft die Kommune das oder dann kommt irgendwie ein anderer Investor an die Stelle. Ich denke mal, für den Investor wird weil ich jetzt lese, dieses Gesetz, wird nur entscheidend sein, dass er einen Vertrag mit diesem Fonds hat, der irgendeine Laufzeit vorgibt. Ja. Aber ob das jetzt zwingend dieselbe Zeit sein muss oder eben auch, wenn das Gefängnis jetzt dauerhaft gekauft würde oder so, weiß ich auch nicht, da können wir ja trotzdem sehen, was passiert. Der Fonds ist ja keine Bank, also das, dann müsste der Fonds ja das, die Anteile an jemand anders verkaufen, an jemand anders privat. Ich meine, wenn der jetzt seins wieder zurücknimmt, immer unter der Voraussetzung, dass er sagt, okay, 10 Jahre war vereinbart, ich möchte jetzt meinen Anteil wieder haben. Ja, also ich denke mal, das hängt dann von den einzelnen Fonds ab, die auch die vielleicht sich ausdenken. Also so konkret ist es ja auch in so einem Gesetz nicht drin. Da könnte irgendein Manager, solange er die Vorgabe des Gesetzes einhält, kann er sich ja irgendein Modell ausdenken. Er kann theoretisch selber vielleicht sagen, ich kaufe ein Gefängnis und mache ihnen einen 10-Jahres-Anteil, wo sie profitieren können. Mhm. Er kann vielleicht irgendein Modell haben, wo diese beiden Laufzeiten dann vielleicht genau gleich sind. Und also ich verstehe es zumindest nicht so, dass direkt das Gefängnis zwingend, naja, also direkt im Eigentum der Investoren dann ist und die dann, ja, nach den 10 Jahren, sie können es ja nicht direkt zurückbekommen, also das Gefängnis steht ja da. Ja. Und sie werden jetzt, glaube ich, nicht direkt Eigentümer, zumindest lese ich das jetzt nicht so, sondern es geht immer schon so um Anteile an Finanzierungsmodellen, die man da letztlich verkauft mit den Fonds, ist mein Verständnis. Mhm. Müsste ich vielleicht aber nochmal nachschauen, ob man das genauer verstehen kann, also gerade wie das Verhältnis zwischen Investor und dem Endprojekt ist. Also wir hätten jetzt noch 15 Minuten für die Diskussion leider. Damit, ja, Judith? Ja, ich habe einfach die Frage, wir haben uns ja schon so ausgetauscht, worin der konkrete Zusammenhang besteht zwischen LTIF und den EU 2020 Projektbonds, weil das Prinzip ist ja das gleiche. Wo der Unterschied ist, ja, da. Mhm. Ja, Unterschied und Zusammenspiel. Also ich kenne die Project-Bond-Initiative nicht gut genug, um das genau sagen zu können. Müsst ihr da reinschauen, welche Projekte da vorgesehen sind, ob da auch explizit dieselben aufgelistet sind. Ja. Und wenn das so wäre, dann kann es sein, dass es nicht so viel Unterschied hat dazu. Wer ist denn da angesprochen in der Project-Bond-Initiative genau? Naja, also wer soll denn da das Kapital geben letztlich? Na, da geht es letztendlich darum, dass öffentliche Investitionen getätigt werden sollen, ohne dass es aus dem Haushalt kommt. Also dass es genau über diese Fondskonstruktion ermöglicht wird. Also es könnte einen Unterschied geben, was ich mir vorstellen könnte. Also das hier ist ja alles, also es könnte sein, dass das eher Anleihen sind, wo man zum Beispiel eine fixe Rückzahlungsrate hat. Und hier könnte sich eher um Papiere handeln, die letztlich eine Art Aktiencharakter haben. Also das heißt, ich bin auch ein bisschen abhängig in der Rendite von dem, was dann da rauskommt aus dem Projekt. Also es gibt ja im Finanzamt diese zwei Typen, also Anleihen, die eher eine fixe Rückzahlungsrate haben und es gibt dann die mit variablen Anteilen. Aber das müsst ihr selber nochmal anschauen, ob das vielleicht der Unterschied sein könnte. Gibt es aber nicht. Aber ich glaube, das ist ein anderer Moment. Also die beide fließt wahrscheinlich in das Gleiche, in dem Sinne, dass sowohl die Investment, dieses Project Bonds Initiative, als auch die LTIF, ist eine Art Vorstoß
für diese Reform, die eigentlich Dexter Whitfield letztes Jahr angesprochen hat in dem Workshop. Das auf jeden dass Fall. Es darum geht, dass möglichst mehr Investoren zu PPP-Projekten kommen und nicht mehr die PPP-Projekte direkt über die Banken, durch Bankenkredite finanziert werden, sondern durch institutionelle Investoren, wie zum Beispiel Rentenfonds. Und dann wäre das wahrscheinlich noch ein weiterer Schritt, wenn, ich weiß nicht, inwiefern hier Renten- und Versicherungsfonds damit beteiligt wären. Wahrscheinlich nicht. Ne? Das geht ja nur um einzelne irgendwie in also die können auch investieren, aber der Punkt ist ja, also zum Beispiel die großen institutionellen Investoren, also Rentenfonds, die können auch heute schon in den AIF investieren, also weil hier dieser alternative Investmentfonds, der wird vor allem von professionellen Anlegern genutzt. Und da können eben, theoretisch können zum Beispiel auch OGAWs hier wieder zum Teil reininvestieren, da gibt es auch wieder Verknüpfungen. Aber das ganz große Geld steckt eben nach wie vor in diesem Fondtyp und das will man damit ein Stück weit hier öffnen für diese eher alternativen Sachen. Aber der große Investor kann auch heute schon, das sehen wir auch in gewisse Fonds da. Nein, nicht unbedingt. Das war ja vor allem, dass es jetzt gerade diese Reform stattfand, sozusagen weg von den Bankenfinanzierung hin zu diesen institutionellen Investmentfonds im Fall von PPP, weil wir kennen, also mittlerweile kennen wir noch zu wenige PPP-Projekte, die wirklich mit den Rentenversicherungen zum Beispiel finanziert werden. Das ist noch nicht so verbreitet. Das kommt jetzt gerade erst. Und ich glaube, das ist die nächste Stufe, wenn dann wirklich auch doch noch Anteile an der Börse gehandelt werden und private Einzelpersonen noch beteiligt werden können und so weiter. Das ist noch eine Verschärfung des Ganzen, weil noch mehr Akteure beteiligt sind, noch mehr Interessen drin stecken und das Ganze noch labiler macht. Ja. Also ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf die andere Frage. Also was hier schon explizit gedacht ist, ist eben so, dass man hier in Realvermögenswerte direkt investieren soll, über 10 Millionen. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass also hier schon was entsteht, wo ich letztlich direkt Eigentümer des Gefängnisses werde, weil ich real in den Vermögenswert reingehe. Und die Project Bonds, ich kann mir das nur so vorstellen, dass die eher, ja, also sozusagen nur einen Rückzahlungsanspruch Rendite vermitteln wie eine Anleihe, aber ich habe ja da keinen Eigentümeranspruch. So wie wenn ich eine Staatsanleihe kaufe, gehört mir der Staat nicht. Aber wenn ich sozusagen hier das Gefängnis den Anteil habe, dann hätte ich in dem Fall wirklich eben ja, ein Anteilsschein, der man auch Eigentümerschaft verbirgt. Das ist bei einer Anleihe anders. Oder ist es bei Project Bonds auch nicht anders? Ja. Also, gehört mir das auch direkt? Ich habe eben nachgeguckt zu diesen Projektfonds. Mir scheinen das insbesondere staatliche Fonds zu sein. Also staatliche Anleihen, Staatsanleihen. Während es sich hierbei ja um eine Regulierung für private Fonds handelt. Das ist der wesentliche Unterschied. Also die EU-Projektbonds sind, so wie ich das verstehe, eine Regulierung für zukünftige Staatsanleihen, nee, die dazu dienen, staatliche Projekte. Zum Teil. Mhm. Das ist nicht beschränkt darauf. Ah ja. Also ich habe das, was ich da eben gefunden habe, so interpretiert, dass der Träger des Fonds ein anderer ist. Nämlich ein Staat anstatt eines privaten Fondsmanagements. Nee, ich glaube, da war es auch nur zum Teil Staat. Also es gab ja kann delegieren. Summen, genau. Ne? Ja. Dass der Staat investiert nur so und so viel, aber der Rest kommt aus Fonds. Oder? Der einzige Unterschied, den ich jetzt mir vielleicht hier denken kann, ist, dass bei den EU 2020 Investitionsbonds es direkt auf PPP geht, während hier das mehr impliziert ist. Mhm. Es kann, aber es muss nicht. Also es ist vom Prinzip her der gleiche Trend, ja, während es bei den Projektbonds die klare Ausrichtung ist. Das wird einzeln ja. Jetzt. Ich glaube, da kann es auch direkte Privatisierung sein. Es muss nicht, also während bei Project Bonds ist eine vorgesehene PPP-Struktur und hier könnte es eventuell eine komplette Privatisierung sein. Also die klassische Privatisierung. Ja, also es wäre auch denkbar, müsste ich das wirklich mal in die Hände legen, die Texte und schauen. Es kann auch durchaus sein, es traut der EU zu, dass das parallel läuft und dasselbe meint. Ja. Also das kann man nicht ausschließen, weil da haben verschiedene Teile derselben Direktion dann irgendwas ausgedacht. Wäre nicht undenkbar. Noch eine Frage. Weißt du, wie hoch die Zinsen dafür vorgesehen sind oder gibt es da keine Begrenzung und keine? Nee, also es ist zumindest nicht zu erkennen im Gesetz oder so, dass da irgendwas wäre. Also es ist aber natürlich eine Begründung, also zum Beispiel hier, das ist ganz interessant, die begründen das auch dann damit, dass sie halt hoffen, dass damit die Renditen eigentlich auch dann wiederum steigen. Und dann haben sie also konkrete Zahlen aus verschiedenen Beispielen von gewissen Indizes, womit sie es dann auch begründen, dass wenn man längerfristig das Kapital hält, dass auch Rendite insgesamt höher ist oder so. Das begründen sie dann auch in dem Vortext genau damit, dass sie glauben, da kommt mehr raus, aber das sind jetzt nur reine
sozusagen Zahlenspiele hier für irgendwelche Erfahrungswerte von irgendwelchen langfristigen Indizes, ohne dass die jetzt dann sagen würden, der muss unbedingt die 10% schaffen oder so. Aber es wird so ein bisschen mit solchen Zahlen auch gelockt oder geworben. Und die Kommune muss das auch bezahlen, ganz schön. Ja, ja. Ich habe noch eine Frage zu dem Text hier. Da steht, es soll sich um Sachanlagen handeln, als auch um immaterielle Vermögenswerte. Was ist das? Was ist damit gemeint? Also mit immateriellen Vermögenswerten, da ist, glaube ich, vor allem auch das Thema, jetzt redet über Forschung mit drin. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die vielleicht sowas wollen, über ein Patent investieren. Also dann sage ich, ich kriege Geld für eine Forschung, für ein Patent, und wenn es dann da ist, kriege ich halt die Tantiemen aus dem Patent. Sowas wäre denkbar. Weil das sind eigentlich die klassischen immateriellen Vermögenswerte. Aber es ist, der Teil ist nicht so stark ausgeführt, um ehrlich zu sein. Das ist hier ein paar Mal drin, aber es ist nicht so intensiv nochmal mit Beispielen versehen wie der andere Teil zur Infrastruktur. Und es wird ein Gesetz oder eine Richtlinie sein? Das ist eine Verordnung, das ist vielleicht auch noch erwähnenswert. Also es ist nicht im Gegensatz zu dem Fall, das sind also alles Richtlinien, also Rahmengesetze, die umgesetzt werden müssen. Und die ELTIF wäre eine Verordnung, also ein direkt gültiges EU-Gesetz. Was auch was zumindest diesen Trend verstärken würde, dass Fonds auch immer stärker direkt EU-reguliert sind. Es gibt allerdings schon zwei von letztem Jahr, wo auch Verordnungen sind, nämlich einmal Risikokapital und soziales Unternehmertum. Da gibt es zwei neue Fondstypen, die auch schon Verordnungen sind, aber es wäre sozusagen, glaube ich, nochmal ein weiterer Schritt und auch eine größere Kategorie, die dann noch direkt EU-reguliert ist. Das heißt, die Länder müssen das gar nicht ratifizieren und annehmen, sondern das gilt automatisch, sobald es im Europäischen Parlament abgestimmt wird. Ja. Wobei sie ja letztlich auch damit abstimmen, aber dann ist es sofort durch. Ja. Und dann gibt es noch Umsetzungsgesetze, die meist so ganz kleine Details regeln, aber wirklich nur, also minimal.